Wir befinden uns hier im Kurfürstlichen Schloss in Mainz und vor, ja, sagen wir mal, gut anderthalb Stunden ist der Festakt zu Ehren von Friedrich Wilhelm Raiffeisen zu Ende gegangen. Es wird schon abgebaut, aber ich mache mich mal auf den Weg und möchte fragen, was ist denn, wenn er, also Raiffeisen selber, wenn er heute hier auch zu Gast wäre, was würdet ihr ihm dann sagen? Klein, aber oho. Klein ist gut. Aber Sie sind jetzt direkt mein erstes auf. Ich mache eine Blitzumfrage. Ja, genau. Einfach nur ganz kurz die Frage, wenn Raiffeisen selber heute hier wäre, was würden Sie ihm sagen? Also ich würde ihm sagen, super Typ, super Idee, super Engagement, machen. Wenn Raiffeisen heute hier wäre, was würden Sie ihm sagen? Glückwunsch zur Schaffung einer tollen Idee, die über fast jetzt über 200 Jahre gehalten hat. Danke. Was würden Sie ihm sagen? Würde ich ihm sagen, lieber Raiffeisen, wir bemühen uns, deine Werte im Wirtschaftsleben wieder stärker zu verankern und darauf zu drängen, dass sie nicht vergessen werden. Dankeschön. Wenn jetzt Raiffeisen selber hier auf seiner Party sozusagen wäre, was würden Sie ihm dann sagen? Naja, schau, lieber Raiffeisen, wir haben an dich gedacht und was wir vor allen Dingen gemacht haben, deine Botschaft haben wir in die Gegenwart übertragen. Und du hast gesehen, die jungen Menschen, absolute Fans von dir. Wie sagte einer, Mensch Raiffeisen, cooler Typ. Also Sie würden ihn duzen? Ich würde ihn duzen, er würde es mir in dieser Sekunde erlauben. Dankeschön. Wenn Raiffeisen heute persönlich da wäre bei seiner Party, was würden Sie ihm sagen? Ich würde ihm gratulieren zu 1 Milliarde Follower auf der ganzen Welt. Ja, ich würde ihm sagen, Sie sind der richtige Mann am richtigen Platz. Sie haben damals schon dafür gesorgt, dass die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird. Und seine Konzepte, die wären heute auch noch tragend und würden uns hoffentlich in eine bessere Zukunft führen. Herzlichen Dank. Wenn Raiffeisen heute persönlich hier wäre bei seiner Party, was würden Sie ihm sagen? Ich würde ihm sagen, vielen Dank für diese Idee und vielen Dank, dass wir das leben können und dass wir da ein gutes Vorbild haben, was sich 200 Jahre oder, naja, so lange nicht, aber was sich einfach eine lange Zeit gehalten hat. Was würdest du ihm sagen? Ich glaube, ich würde ihm tatsächlich Danke sagen für die Idee, die er uns gegeben hat, was wir halt ohne die Genossenschaftsidee nicht hätten können, beispielsweise den Getränkeautomaten oder auch diesen Schulkiosk, was halt ohne das oder nur mit dem Geld unserer Schule nicht möglich gewesen wäre. Ich glaube, du müsstest erstmal Raiffeisen erklären, was ein Automat ist, ein Getränkeautomat. Ja, aber das dürfte ja kein Problem sein. Ich denke, ich würde mich erstmal bedanken für diese schöne Idee, weil sie einfach sehr vielen Menschen hilft und auch geholfen hat und denke auch in Zukunft weiterhelfen wird. Und dass wir das bis heute so leben, ist, denke ich, eine sehr große Ehre auch für ihn. Und denke mal, er wird sich darüber freuen, wenn er das alles so sehen könnte, was hier heute über ihn gesagt wurde und was gezeigt wurde. Ich würde ihm sagen, dass er vieles richtig gemacht hat in seinem Leben. Ich würde ihm auch sagen, dass das wirklich heute eine tolle Veranstaltung war, die dem gerecht wird, was er eigentlich mit seinen Aktivitäten, Initiativen ins Leben gerufen hat. Eigentlich, Herr Böhngart hat gesagt, wir können stolz sein. Hypothetische Frage, wenn Raiffeisen heute hier wäre bei diesem Festakt, was würden Sie ihm sagen? Sie ihm sagen, er wäre vollkommen zufrieden. Das war eine wunderbare Botschaft. Es geht auch nur gemeinsam. Das ist eine ganz, also Raiffeisens Gedanken sind aktueller denn je. Herzlichen Dank.